Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Endzeit Reporter MCM, in dem wir uns mit den sieben Weltwundern beschäftigen wollen. Viele haben sicherlich schon mal von diesen sieben Weltwundern gehört. Von den einen oder anderen weiß man vielleicht mehr, von dem anderen weniger. Diese sieben Weltwunder gehen zurück auf Antipatros von Sidon, 200 Jahre vor Christus. Und es gilt sozusagen als ein antiker Reiseführer der damaligen Welt. Orte, die man auf jeden Fall gesehen haben muss, und also in der damaligen Welt, und die heute nicht mehr zu begutachten sind, weil sie schlichtweg nicht mehr existieren, bis auf ein Weltwunder. Und das wollen wir uns dann noch zum Schluss anschauen. Wir schauen uns mal an, welche sieben Weltwunder man damals gesehen haben muss und die heute noch als die sieben Weltwunder der Antike bekannt sind. Wir haben den Koloss von Rhodos, die hängenden Gärten der Semiramis zu Babylon, das Grab des Königs Mausolos II., der Leuchtturm auf der Insel Pharos vor Alexandria, die Zeus-Statue des Phidias von Olympia, der Tempel der Artemis in Ephesus, den wir auch aus der Bibel kennen, und die Pyramiden von Gizeh in Ägypten, die einzigen der sieben Weltwunder, die immer noch stehen, und das bis heute. Wir fangen an mit dem ersten Weltwunder, nämlich dem Koloss von Rhodos, über den berichtet wird. Der Koloss von Rhodos war eine über 30 Meter hohe monumentale Bronzestatue des Sonnen- und Stadtgottes Helios, die etwa 292 v. Chr. Nach 12-jähriger Bauzeit vollendet und in der Inselhauptstadt Rhodos aufgestellt wurde. Die Kolossstatue stürzte etwa 227 v. Chr. Infolge eines Erdbebens um. Sie zählte bereits in der Antike zu den sieben Weltwundern. Und wir sehen hier rechts unten und rechts an der Seite Bilder von dieser Statue, von diesem Koloss von Rhodos. Und zum einen, was wir hier sehen, ist vor allem die Größe dieser Statue. 30 Meter, das spricht für sich. Und es kommt nach uns natürlich auch ein bisschen bekannt vor, diese Darstellung dieser Sonnengottheit Helios. Nämlich die Freiheitsstatue in New York, die sieht ja ähnlich aus. Und da werden wir uns gleich auch noch ein paar Bilder anschauen. Zunächst einmal, in der griechischen Mythologie war Helios, was so viel heißt wie Sonne, der Sonnengott. Und Helios ist hier also sozusagen die Person, die beim ersten Weltwunder, beim Koloss von Rhodos, hier also dargestellt wird. Und das ist etwas, was wir in der ganzen Antike wiederfinden, von Ägypten, Babylon bis ins Römische Reich oder ins antike Griechenland, die Anbetung der Sonnengötter. Und dazu kommen wir noch. So wird unter anderem auch Helios hat noch einen anderen Namen, den wir uns anschauen wollen. Sol, lateinisch Sonne, ist der Sonnengott der antiken römischen Mythologie. Bekannt ist er vor allem in seiner seit dem 2. Jahrhundert nach Christus gebräuchlichen Erscheinungsform als Sol Invictus. Entspricht zwar dem griechischen Helios. Und während auf Griechisch sozusagen das Wort Helios so viel bedeutet wie Sonne, so heißt auf Lateinisch das Wort Sonne Sol. Und es geht hier um denselben Gott, um Helios alias Sol Invictus, der Sonnengott des Römischen Reiches. Zwei Namen, ein und dieselbe Gestalt. Und diesen Sonnengott zu Ehren des Sol Invictus, des Helios, hat Kaiser Konstantin auch den wöchentlichen Ruhetag vom Sabbat auf den Sonntag verändert, wie wir bereits in vielen Videos deutlich gemacht haben. So sagte Kaiser Konstantin oder ließ mehr schreiben: Lasst alle Richter und Stadtmenschen und die Besetzung alles Handels ruhen am ehrwürdigen Tag der Sonne, nämlich dem Sonntag oder dem Sonnentag, den Tag, der im antiken Ägypten, im Römischen Reich, im Griechischen Reich gebraucht wurde, um den Sonnengott zu ehren, in Griechenland Helios oder auch im Lateinischen, im Römischen Reich Sol Invictus genannt, der unbesiegbare Sonnengott, dafür steht Sol Invictus. Und so heißt es außerdem in Matthäus 12, Vers 8, wenn wir uns die Bibel anschauen, dass Jesus sagte, dass er, der Sohn des Menschen, der Herr ist auch über den Sabbat, über den siebten Tag der Woche, den er selbst nach seiner Schöpfung gehalten hat, im Anfang. Und deswegen sollen wir ihm es gleich tun. Wir sollen ja laut Neuem Testament so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Und Jesus hat nicht den Sonnentag geheiligt zu Ehren von Helios oder Sol Invictus eingeführt wurde von Kaiser Konstantin. Das geschah ja erst danach. Davor haben alle den Sabbat gehalten.
Und wir wissen, auch Paulus tat dies, denn in Apostelgeschichte 18, Vers 4 heißt es, er hatte aber auch jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen, also nicht nur Juden gingen am Sabbat in die Synagoge, in die Versammlung, das heißt das Wort Synagoge, Versammlung, und versammelten sich, und zwar am Samstag, also am Sabbat, beziehungsweise jedenfalls nicht am Sonntag, wie es damals im Römischen Reich die Heiden getan haben. Und wenn wir ins Königreich Gottes mal schauen wollen, in Jesaja 66, Vers 23, auch da heißt es über die Zukunft, und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Alles Fleisch an jedem Sabbat, und das wird geschehen im Königreich Gottes auf Erden. Und wenn wir uns hier, wie gesagt, wir sehen hier rechts auch diese Erscheinung dieses Kolos von Rhodos, alias Sol Invictus, alias Helios, und wir schauen uns hier noch ein paar andere Bilder an, die ich mal zusammengefügt habe. Wir sehen zum Beispiel rechts oben ist auch Helios zu sehen. Wir sehen das an der Sonnenkrone. Daher kommt ja auch das Aussehen vieler Kronen heute durch die Sonnenscheibe, die der Sonnengott getragen hat. Das war praktisch die Sonnenkrone, die auch die Freiheitsstatue aufhat. Daher gehen auch die Kronen, das Aussehen vieler Kronen auch zurück vom Mittelalter bis heute. Und rechts neben diesem Sonnengott sehen wir direkt das Symbol des Mondgottes, nämlich der Halbmond und ein Stern. Das Symbol, das wir auch auf vielen Flaggen islamischer Länder wiederfinden, zum Beispiel auf der Flagge der heutigen Türkei. Und wir sehen hier außerdem unten ganz in weiß in der Mitte auch ein Handzeichen, das uns ebenfalls bekannt vorkommt und das jetzt nicht gerade sehr biblisch oder christlich oder was auch immer ist. Ist auf jeden Fall heidnisch wie alle Sonnengötter. Und wir sehen auf jeden Fall, die Freiheitsstatue geht ebenfalls auf Helios zurück, auf Sol Invictus, der jemand anderes ist als der Lichtträger Lucifer. Das lateinische Wort Lucifer, ein Wort für Satan, heißt ja nicht so, heißt ja nicht mehr als Lichtbringer oder Lichtträger. Und wir sehen ja, die Freiheitsstatue hat auch eine Fackel in der Hand, genauso wie der Koloss von Rhodos, um ein falsches Licht in die Welt zu senden. Das war bis hierhin erstmal das erste Weltwunder, der Koloss von Rhodos, heidnischen Ursprung, Sonnengott gewidmet, nichts, was uns als Christen beeindruckt. Wir schauen uns das zweite Wunder an, Weltwunder, die hängenden Gärten der Semiramis zu Babylon. Und wir haben uns ja auch schon viele Videos gemacht über Semiramis, die Frau und Mutter gleichzeitig, so sagt man, von Nimrod, dem ersten verehrten, angebeteten Sonnengott der nachsintflutlichen Zeit. Und wir schauen uns zunächst einmal an, um ein paar Namen deutlich zu machen, dass Semiramis viele Namen hatte, so wie auch Nimrod oder Tammuz, der Sohn des Sonnengottes Nimrod und Semiramis. Venus und Amor wurden durch viele andere Namen bekannt. In Babylon waren sie Semiramis und Tammuz, in Ägypten waren sie Osiris und Isis, in Phönizien waren sie Astarte und Baal, in Griechenland waren sie Aphrodite und Adonis. Viele Namen durch die Geschichte, aber es ging immer um dieselben Personen, um Semiramis und Tammuz oder um Semiramis und Nimrod, auf jeden Fall eine unheilige Dreieinigkeit sozusagen. Und während Nimrod und Tammuz sozusagen den Sonnengott und den Sohn des Sonnengottes darstellen, so steht Semiramis für die Mondgöttin, die auch als Königin des Himmels bezeichnet wird und über die Folgendes noch geschrieben steht. Semiramis lehrte, dass der Mond eine Göttin sei. Semiramis wurde bekannt als Ishtar, was im Englischen wie Easter, Ostern ausgesprochen wird. Und ihr Mondei wurde bekannt als Ishtar-Ei, Easter Egg oder Osterei. Semiramis als Mutter Gottes und Königin des Himmels verehrt. Und viele in der katholischen Kirche beten ja heute genauso Maria als Mutter Gottes an, als gäbe es vor Jesus keinen Gott und erst Maria hat Jesus geboren. Der Ausdruck Mutter Gottes ist sehr, sehr fehlerhaft, so Maria zu beschreiben. Und Königin des Himmels, davon steht nichts in der Bibel. Das ist eine Bezeichnung, die auf Semiramis zurückgeht, aber heute auch Maria. Da gibt es Lieder, wo gesungen wird, die Königin des Himmels, die Himmelskönigin, aber das geht zurück auf Semiramis und nicht auf Maria in der Bibel. Wir lesen außerdem in Bezug noch auf Tammuz, der Sohn von Semiramis. Verehrer der babylonischen Religion feierten die Vorstellung von Tammuz am ersten Sonntag nach dem Vollmond, der Frühlingstags- und Nachtgleiche.
Außerdem war es für Heiden üblich, dass sie Kuchen backten, die der Himmelskönigin am Freitag vor dem Osterfest gewidmet wurde. Und daher kommt auch der Ostersonntag oder der Karfreitag auch. Und daher kommen auch die ganzen Gebräuche mit den Ostereiern, mit den Easter Eggs, mit den Easter-Eiern, die auf jeden Fall, so schön sie vielleicht auch manchmal aussehen mögen, wenn sie bemalt wurden von Kindern oder wie auch immer. Aber stellen wir uns mal vor, Satan würde Eier legen. Die Eier, auch wenn die schon aussehen, es sind trotzdem Satans Eier, deswegen schlecht. Und wenn die Gärten von Semiramis, so schön sie auch aussehen mögen, es sind trotzdem die Gärten von Semiramis, einer Okkultistin, die Frau des Sonnengottes Nimrods und Mondgöttin der damaligen Zeit, die heute immer noch verehrt wird und deren Namen heute immer noch in der katholischen Kirche auftauchen, in Zusammenhang mit Maria, der Mutter des Messias. Wir schauen weiter. Das ursprüngliche heidnische Fest von Ostern, Easter, Astarte, war eine Sexorgie, welche die Rückkehr des Lebens durch die Fruchtbarkeit von Ishtar, Astartes Konzeption, des Tammuz gefeiert hat. Nun, das ist es ja heute Ostern natürlich nicht mehr. Natürlich gedenken wir da heute an die Kreuzigung und Auferstehung des Messias sozusagen. Zumindest die Christen, die jetzt Ostern feiern. Aber wenn uns doch Jesus bzw. Gott in der Bibel Feste gegeben hat, Passafest, das war ein Fest, was Jesus gefeiert hat. Und Ostereier gibt es nicht in der Bibel, Osterhasen auch nicht und auch die Tage stimmen ähnlich nicht überein. Von daher ist das heidnische Tradition. Und was sagt uns denn da die Bibel? Richter 2, Hesekiel 8 und Jeremia 10. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Doch so spricht der Herr, lernt nicht den Weg der Heiden, denn die Bräuche der Heiden sind nichtig. Egal, ob es Oster ist, Weihnachtsmann oder was auch immer, Halloween, ganz schlimm, das wird ja am selben Tag gefeiert wie der Reformationstag von Martin Luther, ist schon erstaunlich, wie die Menschen abgelenkt werden heutzutage. Aber wir sehen auf jeden Fall die hängenden Gärten der Semiramis zu Babylon, geht ebenfalls auf eine Göttin zurück, die gewisslich keine Wunder bewirkt hat, sondern eher nicht gegen oder für Gott und sein Volk gesprochen hat, sagen wir mal so. Auch davon sollten wir uns fernhalten, von diesem zweiten antiken Weltwunder. Das dritte Weltwunder, das wir uns anschauen wollen, ist das Grab des Königs Mausolus II. Und dieses Bauwerk wurde vor allem deswegen in diese Liste der sieben Weltwunder hinzugefügt, wegen der Pracht und Größe dieses Mausoleum. Und dieses gehört auch deswegen zu den sieben Weltwundern der Antike, weil es eben so überdurchschnittlich groß war vom Aufbau her. Wir sehen hier rechts auch einige Bilder von der Darstellung, wie es aussehen könnte. Die wahrscheinlichste Darstellung ist ganz unten. Das hat man originalgetreu versucht nachzubauen, wie man es überliefert bekam. Und das Mausoleum geht zurück auf Mausolos und der regierte 377 bis 353 vor Christus. Sein Name lebt bis heute in den Mausoleen bezeichneten Grabbauten fort. Zudem gab er ein Grabmal für sich selbst in Auftrag, das Mausoleion, das aber erst unter der Herrschaft seiner Schwester, Ehefrau und Nachfolgerin Artemisia fertiggestellt wurde. Nach seinem Tod soll sie so einen großen Schmerz gehabt haben, dass sie die noch warme Asche ihres Bruders mit Wein vermischt getrunken habe. Also auch ein sehr merkwürdiges Ehepaar, würde ich mal sagen, oder Geschwister, die hier irgendwie Unwesen getrieben haben. Nicht gerade ein Vorbild oder gerade ein Wunder, mit dem man heute irgendwie in Verbindung stehen möchte. Die eigene Schwester war gleichzeitig die Ehefrau und dann auch die Nachfolgerin nach seinem Tod. Und dann wurde die Asche noch getrunken, mit Wein vermischt. Ja, klingt fast wie ein okkultes Ritual, aber wir wollen da natürlich nicht zu viel unterstellen, denn wir waren ja nicht dabei, was das betrifft. Aber was sagt die Bibel? Es ist nicht verwunderlich, dass damals in der Antike die Bauwerke so überdurchschnittlich groß werden, denn wir lesen ja in der Bibel, dass damals die Riesen auf der Welt waren, vor und nach der Sintflut, und die waren natürlich sehr groß, konnten sehr große Steine tragen und damit natürlich auch gewisse Bauwerke mitbauen, sozusagen. Und wir lesen in der Tora im 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28,
Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Und auch die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Ja, natürlich, große Menschen können große Städte bauen. Deswegen ist Schlumpfhausen von den Schlümpfen natürlich ein sehr kleines Dorf. Ja, die können natürlich jetzt kein World Trade Center bauen, ist ja klar. Und diejenigen, die groß sind, die bauen sich sicherlich auch keine Schlumpfhausenhütte. Dann in Apostelgeschichte 13, Vers 29 lesen wir etwas, was eigentlich das größte Wunder ist, auf das wir noch zu sprechen kommen. Denn so groß dieses Grab auch war von diesem König Mausolos II., so groß das Bauwerk auch war, er ist trotzdem tot. Doch das Grab von unserem Herrn und König Jesus Christus ist leer und das unterscheidet hier diesen Mausoleus oder Zeus oder wen auch immer oder Mohammed oder Buddha von Jesus Christus. So heißt es ab Vers 29, und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab, nämlich Jesus Christus, und legten ihn in ein Grab, so wie alle Menschen oder die meisten zumindest. Aber Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, nämlich der himmlische Vater. Und wir verkünden euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern erfüllt hat, indem er, nämlich Gott der Vater, Jesus auferweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, nämlich Jesus Christus. Er ist also der Sohn Gottes, er war tot, aber er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das kann Mausolos II. Oder irgendein Poseidon nicht von sich behaupten. Und deswegen beten wir auch den Gott der Götter an, der Gott für die Lebenden und nicht für die Toten, denn die wissen gar nichts. Kommen wir damit zum vierten Weltwunder der Antike, nämlich der Leuchtturm auf der Insel Pharos vor Alexandria. Und wir sehen ja rechts auf dem Bild schon, dass das ebenfalls ein sehr großes, hohes Bauwerk gewesen sein muss. Erinnert so ein bisschen an den Turmbau zu Babel, jedenfalls wie er hier, wie dieser Leuchtturm hier aufgezeichnet wird. Und wir lesen hier, dass der Leuchtturm von Alexandria nach der Überlieferung der erste Leuchtturm überhaupt und bis ins 20. Jahrhundert mit etwa 115 bis 160 Metern der höchste Leuchtturm war, der jemals gebaut wurde. Der Leuchtturm von Alexandria war das jüngste der sieben Weltwunder der Antike. Hier haben wir also ein Musterbeispiel für die Wurzel, das erste überdimensionale Bauwerk, was dann aufgenommen wurde in diese sieben Weltwunder. 160 Meter hoch, das ist natürlich schon eine Hausnummer im wahrsten Sinne des Wortes fast. Und dieser Leuchtturm ist auch beinhaltet auch etwas anderes, was auch mit einem Gott in Verbindung gebracht wird. Das ist nicht einfach irgendeine Statue oder beziehungsweise irgendein Leuchtturm gewesen. Und denn man hat auch in vielen Bauwerken die damalige Gottheit mit eingraviert, damit man weiß, um wem man zu Ehren dieses Bauwerk errichtete. Und so heißt es, den krönenden Abschluss dieses Leuchtturms bildet eine 7 bis 8 Meter hohe Poseidon-Statue. Nach anderen Quellen war es eine Statue des Zeus Soter, womit Zeus unter die rettenden Götter der Widmung gerechnet werden kann. Diese Statue bzw. dieser Leuchtturm der Insel Pharos vor Alexandria wurde also Zeus gewidmet, der hier als der rettende Gott beschrieben wird und bzw. einer der rettenden Götter, aber wir wissen, dass nur einer retten kann, nämlich der Retter und Erlöser Jesus Christus und kein Zeus oder Odysseus oder Poseidon oder Apollyon oder wie die auch immer heißen mögen. Denn das sind alles Geschöpfe und nicht der Schöpfer und das ist der Unterschied zwischen Jesus und allen anderen Engeln und Menschen und Tieren, die dort fliegen und laufen und sitzen und stehen. Wir schauen mal, was Jesus sagt in Matthäus 5. Auf Zeus kommen wir noch zu sprechen, wer Zeus eigentlich ist, aber halten wir auch hier fest, auch im vierten Weltwunder der Antike wird schon wieder ein antiker Weltgott praktisch verehrt, der wiederum auf Satan zurückgeht, auf satanische Götter, die nicht von dieser Welt sind, beziehungsweise die von dieser Welt sind, aber nicht Jesus Christus, der in diese Welt kam, obwohl er nicht von dieser Welt ist, denn er kam von oben. Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter.
so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also gute Werke vollbringen ist auch ein Licht, denn davon können andere Menschen auch etwas lernen oder sich ein Beispiel nehmen, indem sie ähnliche gute Werke vollbringen oder zumindest von ihren bösen Werken ablassen. Und dieser Turm, so groß er auch war, und auch 160 Meter ist wie gesagt eine Hausnummer, aber das kann nicht mithalten, dieser Leuchtturm, im Gegensatz zum Licht der Welt, Jesus Christus. Und wenn Jesus unsere Lichtquelle ist, dann müssen wir unser Licht leuchten lassen, so wie Jesus sein Licht leuchten lassen hat. Und so heißt es ja auch in Johannes 8, Vers 12, nun redet Jesus wieder zu ihnen und spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Zum einen ist Jesus, also das Licht der Welt, die Lichtquelle, und von seinem Licht sollen auch wir erleuchtet werden, weswegen auch wir, laut Matthäus 5, ab Vers 14, das Licht der Welt sein können und ebenfalls unser Licht leuchten lassen können vor den Leuten, so wie Jesus sein Licht auch hat leuchten lassen vor den Menschen, und erst recht, wenn er als König der Könige zurückkommt mit Macht und Herrlichkeit, dann wird die Finsternis erhellt werden und die Wahrheit kommt dann ans Tageslicht. Wir schauen mal weiter und kommen dann zum fünften Weltwunder der Antike, nämlich die Zeusstatue des Phidias von Olympia. Und Olympia war ja wieder ein anderer Gott, aber mit dem wollen wir uns heute jetzt nicht zu viel beschäftigen. Es geht hier um diese Zeusstatue erstmal in einem Tempel, der gebaut wurde. Rechts sehen wir, wie überdimensional groß diese Statue war, wenn man die Menschen daneben stellt. Das erinnert so ein bisschen an das Standbild von Nebukadnezar, könnte man sagen. Wer weiß, wie es mit dem Standbild des Tieres sein wird in der Endzeit, laut Buch Offenbarung. Aber wer sich davor niederbeugt und anbetet diesen Zeus, also laut Bibel, ist das auf jeden Fall ein Greuel, von dem wir uns ebenfalls fernhalten sollten. Egal, ob es auch eine Statue vom Papst ist oder von Maria oder von Jesus selbst. Die sollten wir ja zerbrechen, aber dann machen wir uns strafbar. Also heben wir uns das auf, wenn der Herr das befiehlt. Wir sehen hier also auch Zeus, wie er abgebildet wird. Er repräsentiert auch Satan, und über Zeus heißt es, der ja wie gesagt den Satan auch in einer gewissen Weise repräsentiert, dass er der oberste olympische Gott ist, und der griechischen Mythologie zufolge ist er auch der mächtigste aller anderen griechischen Götter zusammen. Niemand ist so mächtig, alle griechischen Götter zusammen sind nicht so mächtig wie Zeus, was deutlich macht, dass es nicht ein Gott wie alle anderen ist, sondern wie gesagt, der Vater der Lüge, der Vater der gefallenen Engel, könnte man sagen. Verheiratet war Zeus mit seiner Schwester Hera. Verehrt wurde Zeus als Allgott, als denkendes Feuer, das alles durchdringt, als Vater der Götter und Menschen. Zunächst erstmal haben wir hier wieder eine komische Familiengeschichte. Verheiratet war Zeus mit seiner Schwester Hera. Also auch schon wieder irgendwie, ich weiß ja nicht, eine schrecklich nette Familie hier bei den olympischen Göttern irgendwie. Ja, die haben ja irgendwie sonst auch nichts Besseres zu tun. Aber auf jeden Fall Zeus auch als Allgott bezeichnet, als Vater der Götter, ein Abbild auf den himmlischen Vater und natürlich auch der Menschen, so wie unser Gott, unser Schöpfer ist, auch unser Gott, aber auch denkendes Feuer. Das ist ja auch etwas, was aus der griechischen Mythologie ist, ja auch Feuer etwas, was entfacht im Kopf, im Geist sozusagen. Und wir wissen ja, der Lichtbringer, Lichtträger ist auch Feuer, hat auch eine Fackel in der Hand, Helios, Sol Invictus, alias Zeus und wie sie alle heißen. Und seine Begleiterin, die Begleiterin von Zeus, ist manchmal auch die Siegesgöttin Nike. Nike kennen wir von Schuhen, von T-Shirts, von Sportklamotten, was auch immer. Dieser Pfeil oder was auch immer, diese Gottheit, sehen wir hier in der Mitte. Das ist dieses kleinste der vier Bilder rechts, und diese Statue hat auch ein Schwert in der Hand. Genau, und da geht auch hier wieder der Name der Sportmarke Nike zurück. Auch das ein Gott der Antike, so klein ist die Welt bei den olympischen Göttern. Doch die Bibel sagt und warnt uns im Gesetz Gottes im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr nicht machen. Überhaupt keine Götterstatuen irgendwo aufstellen, wie das hier auch gemacht wurde. Davon sollen wir uns fernhalten. Wie gesagt, auch wenn es biblische Figuren sind, wie Petrus, Paulus, König David oder was auch immer, Statuen sollten wir nicht aufbauen. Weiter in Galater 4 und im 2. Korinther 6. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Götzenbilder und der Tempel Gottes, das sind zwei Paar Schuhe sozusagen. Und ja, wir können nicht am Tisch der Dämonen sitzen und am Tisch des Herrn, wir können nicht zwei Herren dienen. Und deswegen sollten wir uns für einen entscheiden. Und das ist natürlich der Gott der Bibel. Und damals haben wir Gott zwar nicht erkannt, aber jetzt haben wir ihn erkannt und deswegen können wir so einen Götzendienst nicht mehr gutheißen. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 4 heißt es, über den Antichristen, der Antichrist, der sich widersetzt über alles, was und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und das hat in einer gewissen Weise hier Zeus ja auch gemacht, nur dass Zeus ja eine Statue aufgestellt hat sozusagen und nicht lebendig war wie der Antichrist. Aber auch diese Zeus-Statue wurde verehrt in einem Tempel, auch wenn es jetzt nicht der Tempel Gottes war, und der Antichrist sich in einen möglichen dritten Tempel in Israel setzen wird und sich selbst für Gott ausgeben wird, so wie Jesus ja auch sich selbst für Gott ausgibt, weil er Gott ist, nur halt nicht der Vater, sondern der Sohn. Und der Antichrist macht ihm natürlich so gut wie alles nach. Deswegen muss sich natürlich auch der Antichrist nicht kleiner machen, als Christus ist. Und deswegen ist er nicht nur ein Mensch, sondern er wird sich auch als Gott ausgeben. Römer 1, Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Das ist ja heute auch in vielen Dingen der Fall. Die Evolutionstheorie, da wird ja nicht, da gibt es ja keinen Schöpfer, den man verehrt, sondern man verehrt die Schöpfung und ist erstaunt, auch wie toll sich der Mensch vom Affen zum Mann erfunden, weiterentwickelt hat. Ja, wie toll das alles ist, aber anstatt den Schöpfer zu verehren, tut man Geschöpfe verehren, so wie man damals auch Statuen wie Zeus hier verehrt hat. Etwas, was von Menschen geschaffen wurde, während Gott den Menschen erschaffen hat, der wiederum dann was anderes erschaffen kann, wie das Leben. Und von vielen Wundern, das Leben ist wirklich an sich ein Weltwunder. Aber abgesehen davon, wir sehen also auch hier Götzendienst pur in Phidias mit dieser Zeusstatue, der Siegesgöttin Nike und seiner Schwester Hera und die ganze Familie wieder mal vereint im Götzendienst. Kommen wir damit zum 6. Weltwunder der Antike, nämlich zum Tempel der Artemis in Ephesus. Und Artemis ist auch ebenfalls mit Zeus verwandt, wie wir gleich sehen werden. Und rechts oben sehen wir ein Bild von diesem Tempel, der wahrscheinlich wie auch die Gärten der Semiramis sehr schön ist, dieser Tempel, aber eben ein Tempel der Artemis ist. Und wir schauen mal, wer Artemis war. Wir lesen, Artemis ist in der griechischen Mythologie die Göttin der Jagd, des Waldes und des Mondes. Und das halten wir mal fest, dass sie die Göttin des Mondes ist, wie Semiramis, deren Symbol ja auch ein Halbmond ist und die ja auch als Mondgöttin verehrt wurde. Und diese Artemis zählt zu den 12 großen olympischen Göttern und ist damit eine der wichtigsten Gottheiten der griechischen Mythologie. Sie ist die Tochter des Zeus. Ihr entspricht außerdem Diana in der römischen Mythologie. Das heißt, Artemis ist die Tochter von Zeus und ist auch diejenige, die wir auch in der Bibel wiederfinden und mit Diana dort beschrieben wird. Aber es ist schon interessant, dass wir bei den olympischen Göttern ausgerechnet hier von 12 großen olympischen Göttern sprechen, denn die Zahl 12 ist ja auch in der Bibel durchaus bekannt. Wir lesen ja von 12 Stämmen Israels, 1. Mose 49, 28 oder auch in Offenbarung 21, Vers 14, von neuen Jerusalem, der Stadt Gottes, die 12 Grundsteine hat. Und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes, Jesus Christus, der ja deswegen auch 12 Apostel wählte, weil Israel 12 Stämme hat. Und so hat auch hier, sind auch hier 12 große olympische Götter vertreten. Und
diese Artemis bzw. Diana bzw. Semiramis Astarte, wie auch immer, ist hier ebenfalls natürlich vertreten. Und wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 24, wo dieser Tempel der Artemis bzw. der Tempel der Diana erwähnt wird. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Dieser Tempel der Diana war also auch eine Art Einnahmequelle für Touristen und für verschiedene Spenden, und man will natürlich für seine Gebete auch, wenn sie erhört werden, legt man noch ein paar Euro, also was heißt Euro, ein paar römische Münzen drauf, wie auch immer das die Währung damals war, Goldmünzen oder so. Und das hat man damals getan und so haben natürlich einige an dieser Attraktion auch verdient und wussten natürlich im Hinterkopf wahrscheinlich selbst, sonst hätten sie das nicht gemacht, dass diese Diana gar nicht existiert bzw. gar nicht helfen kann, aber vielleicht mal existiert hat als Semiramis in Babylon. Wir lesen weiter über diesen Tempel und über Diana in Apostelgeschichte 19 ab Vers 34. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund etwa 2 Stunden lang. Groß ist die Diana der Epheser, riefen sie 2 Stunden lang, als sie erkannten, dass er ein Jude ist. Und angenommen, ein Jude würde jetzt in Saudi-Arabien irgendwas predigen, ich glaube, da würden die Menschen, die Araber, auch 2 Stunden lang schreien, und zwar, groß ist Allah, Allahu Akbar, der Araber. Naja, wie dem auch sei. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist. Und auch in der Kaaba, so nebenbei, in Mekka, ist ja auch ein Stein, den man küsst, der auch vom Himmel gefallen ist. Womöglich vielleicht der Stern oder beziehungsweise der Stein, der hier auch der Göttin, der Mondgöttin mit dem Halbmond Diana angetan war, ihr zu ehren und jetzt vielleicht Allah zu ehren. Man weiß es nicht, man munkelt es nur, aber es ist doch sehr interessant. Und hier eine große Göttin Diana, und wir lesen auch, sie gehört zu den 12 olympischen Göttern der griechischen Mythologie. Und wir sehen hier rechts auch diese Göttin Diana, alias Artemis, alias Semiramis. Über ihrem Haupt sehen wir den Halbmond ganz klar. Und wir sehen auch, unten ist der Halbmond, so scheint es, an einer Krone oder an einem Haarband irgendwie festgemacht, und wir schauen mal, was prophezeit wird für die nahe Zukunft. In Jesaja 3, Vers 18, da heißt es, an jenem Tag wird der Herr die Zierde der Fußspangen, der Stirnbänder und Halbmonde wegnehmen. Tja, auf der einen Seite hier in Verbindung sehen wir das natürlich, wenn wir uns die Bilder anschauen, bringen wir das mit Artemis in Verbindung, mit Diana, der Mondgöttin und ihrem Halbmond und dem Stern. Heute würde man das wahrscheinlich auch eher mit dem Islam und islamischen Nationen und so weiter in Verbindung bringen. Wir sehen am Ende, was die Endzeit dann sagt. Aber wir wissen laut Bibel, laut zum Beispiel dem Buch von Jeremia, dass die islamischen Nationen auf jeden Fall eine Rolle spielen werden bezüglich Endzeitkriegen, würde ich mal behaupten. Gut, dann verlassen wir den Tempel der Artemis in Ephesus, die Göttin Diana, und kommen wir zum 7. und letzten Weltwunder der Antike, die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Das sind die letzten bzw. die einzigen der 7 Weltwunder, die bis heute noch existieren. Alle anderen 6 Weltwunder kann man demnach nicht mehr besuchen, weil sie nicht mehr existieren. Und das könnte einen guten Grund haben, warum ausgerechnet die Pyramiden von Gizeh in Ägypten bis heute nicht untergegangen sind. Der berühmte jüdische Schriftsteller Flavius Josephus schrieb in Antiquities of the Jews, dass die Kinder Seths die Erfinder jener besonderen Art von Weisheit waren, die sich mit den Himmelskörper und ihrer Ordnung befasst haben. Und damit ihre Entdeckungen nicht verloren gingen, schufen sie 2 Pfeiler, einen aus Ziegeln, den anderen aus Stein, damit, falls die Flut Ziegelsteine zerstörte, der Steinpfeiler erhalten bliebe. Dieser nun besteht bis zum heutigen Tag im Land Sairat in Ägypten. Und so geht man davon aus, dass die Kinder Sets, das war jetzt im vor der Sintflut gewesen, dass man die Weisheit der vorsintflutlichen Welt, viele sagen heute Atlantis dazu,
dass diese Weisheit den Menschen weitergegeben wurde, indem man sie in dieser Pyramide versteckt hat, in Gizeh, wer weiß, vielleicht an der Spitze, wie auch immer. So ging man davon aus, dass diese Überlieferungen, vielleicht Schriftrollen, wie auch immer, von Set, von den vorsintflutlichen Männern Gottes, in diesen Pyramiden irgendwo versteckt wurden, jetzt vielleicht entdeckt wurden, schon längst und nicht mehr und nicht öffentlich gemacht wird. Man weiß es halt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall ist es interessant, wenn wir uns anschauen, was im Buch Superflut über Ägypten, die Pyramiden standen unter Wasser anschauen, denn dort schreibt Gernot L. Geise auf den Seiten 28 und 252 Folgendes, und das ist interessant, wenn wir uns das in den biblischen Kontext mal reinwerfen, denn um die sichtbaren Zerstörungen der Bauwerke von Gizeh, den Pyramiden, nachvollziehbar erklären zu können, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es um die Pyramiden geht, um die Bauwerke von Gizeh, lassen wir mal so stehen, nachvollziehbar erklären zu können, kann nur Wasser in einer gigantischen Größenordnung in Frage kommen, ähnlich einem Super-Tsunami oder einer Superflut, die Sintflut. Warum ignorieren die Ägyptologen die doch ganz offensichtlichen Wasserspuren an den Pyramiden von Gizeh? Vielleicht haben sie Angst davor, dass sie damit die ganze Geschichtsschreibung ins Wanken bringen, so wie die Arche Noah gewankt hat, aber trotzdem dann Land erreichte, wenn als Land in Sicht war. Nun, wie dem auch sei, wir wissen, dass wenn diese Pyramiden laut Flavius Josephus vor der Sintflut gebaut wurden und sogar die Sintflut überlebten und bis heute die Zeit überdauerten und Wasserspuren gefunden wurden, die das auch deutlich machen, dass eine Sintflut, nur eine Sintflut dafür in Frage kommen konnte, dann haben wir natürlich hier auch eine Möglichkeit zu studieren, wie denn diese Pyramiden eventuell zustande gekommen sein könnten. Wir lesen zunächst mal in einem Artikel vom Focus.de für den Zusammenhang vom 14. Februar des Jahres 2000. Mitte des vorigen Jahrhunderts ermittelte John Taylor, die Pyramiden von Gizeh seien von einer nicht-ägyptischen Rasse unter direkter Anleitung Gottes geschaffen worden. Das würde natürlich passen zu dem, was wir am Anfang gelesen haben von Flavius Josephus, dass die Weisheiten Gottes überliefert den Menschen, den Kindern Sets, auch in dieser Pyramide irgendwo enthalten sind oder enthalten waren, wie dem auch sei. Aber so oder so wird hier gesagt, dass es eine nicht-ägyptische Rasse gewesen sein soll, die diese Pyramide gebaut haben. Und wenn diese Pyramide also bereits existierte vor der Sintflut und vor der Sintflut gebaut wurde, dann denken wir daran, was die Bibel sagt über die vorsintflutliche Zeit im Buch Genesis. Da ist es in Kapitel 6, Vers 4, dass in jenen Tagen die Riesen auf der Erde waren, die sogenannten Nephilim, wie wir in vielen Videos auch deutlich gemacht haben, und die laut vielen Quellen, wie ich auch immer wieder zitiert habe, für viele Bauwerke der Antike in Frage kommen, und viele sagen, es waren die Riesen, die das gebaut haben. Diese großen Steine, heute rätselt man, wie konnten die tragen? Macht man diese Menschen ums Fünffache größer oder so? Ja, dann nehmen sie zwei Hände und tragen den Stein einfach so, wie man das halt macht. Und aber mit solchen biblischen Riesen rechnet man halt nicht in der Ägyptologie. Da geht man eher von Fakten aus, die jetzt außerbiblisch sind, obwohl die Dinge für sich sprechen. Wir lesen aber jetzt nochmal über die Zukunft Ägyptens. Wenn wir schon im letzten Weltwunder angekommen sind, der Antike, und wir schauen uns zunächst mal über die Endzeit an. Jesaja 19, Vers 1 heißt es: Die Last über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach Ägypten. Also der Herr selbst kommt nach Ägypten, Jesus Christus. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben und das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. Also der Herr kommt auf jeden Fall auch nach Ägypten, wie wir sehen. Und natürlich, wenn wir dann weitersehen, dann kommt er jetzt auch erstmal mit dem Zorn Gottes. Aber am Ende des Tages, wir wissen, Ägypten, wenn wir uns die Geschichte der Bibel anschauen, egal ob es jetzt Abraham war, Josef, Jakob, am Anfang auch Moses, dann haben die Ägypter auch einiges für das Volk Israel getan in der Antike, auch Dinge, die sehr wichtig waren und natürlich nicht immer. Ich meine, denken wir an die 10 Plagen und so weiter und so fort, aber
Gott vergisst so etwas nicht und deswegen lesen wir auch über die Zukunft Ägyptens, die darüber hinausgeht, nämlich die Zukunft Ägyptens und Israels und Assyriens im Königreich des Messias. In Jesaja 19, Abvers 23 heißt es: In jenem Tag im Königreich Gottes wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen. An jenem Tag wird sich Israel als Drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr der Herrscher segnet es, indem er sagen wird: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil. Ägypten, mein Volk, das kriegt man, wenn man das vielen Menschen in Ägypten sagen würde, die jetzt vielleicht die Bibel nicht lesen, weil sie Muslime sind, dass in der Bibel für Gott Ägypten das Volk Gottes ist. Natürlich ist Israel das Erbteil, damit die Bündnis, alles gehört Israel, aber Ägypten gehört auch, das betrachtet Gott auch als sein Volk und da wird sich Gott auch um sein Volk kümmern. Deswegen kommt ja auch der Herr, laut Jesaja 19, Vers 1, unter anderem nach Ägypten und nach Israel, wo sein Erbteil ist. Das waren eigentlich die sieben Weltwunder Gottes. Wir schauen uns nochmal Wunder Gottes aus Sicht der Bibel einmal an, aus dem Alten und Neuen Testament. Im Psalm 40, Vers 6 heißt es: Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkünden und davon reden, es sind viel zu viele, um sie aufzuzählen. Ja, keine Bücher könnten fassen, heißt es auch, ich glaube, im Johannesevangelium am Ende. Wenn man alles zusammenzählen würde, was Jesus getan hat, die Wunder und so weiter, ganze Bücher könnten nicht fassen, was Jesus getan hat. Und wir lesen auch in Johannes 4, Vers 48, da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und so ist es auch heute. Die Menschen wollen Zeichen und Wunder sehen und wollen auf jeden Fall, wenn sie nichts sehen, was mit Wundern zu tun hat, dann glauben sie das nicht. Aber ich finde, die Wunder der Antike, was jetzt ausnahmslos jetzt nun mal erstmal die Gizeh-Pyramide angeht, das ist so oder so schon ein beeindruckendes Bauwerk. Und da möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, wer mehr über die Pyramiden von Gizeh erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, sich mein Video Der Schlüssel zur Cheops-Pyramide anzuschauen, das antike Weltwunder Ägyptens. Das als kleiner Geheimtipp, hat auch schon über 100.000 Aufrufe, also ist auf jeden Fall auch eine interessante Reise nach Ägypten, die es auf jeden Fall, denke ich, wert ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 43 und in 19, Vers 11: Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Also nicht nur Jesus konnte Wunder vollbringen, sondern auch seine Apostel und darunter auch natürlich der Apostel der Heiden, so wird er genannt, der Apostel Paulus. Und so können auch wir heute Wunder vollbringen und das sehen wir auch in vielen Teilen der Erde, wo Menschen geheilt werden. Und das tun wir nicht als Menschen, das ist der Geist Gottes, das ist Gott selbst, der durch uns heilt. Niemand sollte dafür natürlich Geld verlangen, aber heutzutage, ich glaube besonders in Amerika, würde es mich nicht wundern, wenn sie für solche Heilungen auch noch am Ende Geld verlangen, aber dann am Ende wird diese Person sicher sehen, was er davon hat. Wir schauen uns mal jetzt nochmal an, ein letztes Mal über die Zukunft, denn es gibt natürlich Wunder, wir haben gelesen in Johannes 4, die Menschen wollen Wunder sehen und sie werden Wunder bekommen. In Micha 7, Vers 15 heißt es: Ich will sie Wunder sehen lassen, wie zu der Zeit, als du aus dem Land Ägypten zogst. Und wir wissen, was für Wunder das waren. Das Wasser wurde geteilt und es geschah sehr vieles. Die Gebote Gottes kamen danach und Gott hat das Volk Gottes ernährt. Und solche Zeichen werden wiederkommen in der Zeit und im Königreich Gottes. Wir lesen zum Schluss noch Apostelgeschichte 2, Vers 19. Da wird eine Prophezeiung aus Joel 3, Vers 3 zitiert sozusagen. Und da heißt es: Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn nicht Zeus kann irgendjemanden retten oder Diana oder sonst wer, sondern nur Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auferstanden ist und bald wiederkommt als König und als Richter der Menschen.
Und wir lesen hier auch, dass dies Zeichen sind, oben am Himmel, Wunder oben am Himmel, an Sonne, eine Sonnenfinsternis und ein Blutmond. Das heißt, genau diese Zeichen, die von der Antike bis heute auch verehrt wurden, die Sonnengötter und Mondgötter und die ganzen Symbole dahinter, Gott wird diese Zeichen oben am Himmel verwandeln, nämlich die Sonne zu Finsternis und den Mond zu Blut, damit sie erkennen, dass Gott, der Schöpfer, darüber Kontrolle hat und er wird richten, wenn er zurückkommt. Das waren die falschen Götter, die sieben Weltwunder aus Sicht der Bibel. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen deutlich machen, wie die Bibel das Ganze interpretiert oder wie wir als Christen mit solchen heidnischen Göttern umgehen sollten. Nämlich auf jeden Fall nicht verehren, sondern einfach nur ablehnen, denn es gibt nur einen und das ist der Gott der Bibel. Möge der Herr euch segnen und behüten, möge er sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch gnädig sein, möge er sein Angesicht über euch erheben und möge er euch Frieden geben im Namen unseres Herrn und Königs. Jesus Christus. Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, auch im nächsten Video, so Gott will, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen, und das wahr ist und bleibt, der König der Könige, der Sohn des allmächtigen Gottes, Jeschua der Messias, Jesus Christus. Amen.